Wenn eine Spalte voller Rautezeichen auf den ersten Blick nach einem schlimmen Excel-Fehler aussieht, ist hier in der Regel nichts zu befürchten. Es kann zwei Ursachen dafür geben. Willkommen zu diesem Video. Wir sehen uns nun diese zwei Ursachen und Lösungen an. Möglichkeit Nummer 1. Es ist die Spaltenbreite zu gering. Ist ein Wert zu lange für die Breite der Zelle, in der er sich befindet, zeigt Excel stattdessen diese Benachrichtigung der Rauten an. Wenn man nun die Spaltenbreite erhöht, werden nun die Werte wieder korrekt angezeigt. Kommen wir nun zur Möglichkeit 2. Es kann sein, dass diese Zelle für das Anzeigen eines Datums formatiert ist. Jedes Datum wird in Excel durch eine Zahl repräsentiert, beginnend bei 1 für den 1. Januar 1900. Wenn man nun einen Rechtsklick auf diese Zelle macht und auf Zellen formatieren, sieht man, dass diese Zelle auf Datum formatiert ist. Möchte man aber Werte eingeben, so muss ich hier die Formatierung auf Zahl umändern und erhalte nun den Wert. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Tschüss und bis bald.